Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, das eine kleine Fortsetzung sein soll zu dem Sungazing-Video, das ich gestern hochgeladen habe oder vielleicht vorgestern. Das sage ich jetzt, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich dieses hochlade. Es geht um Folgendes: Das Sungazing hatte ich ja bei Fieber betrieben, also den Tag davor war mein Fieber noch viel höher und den zweiten Tag habe ich dann eben das Sungazing wieder machen können. An dem Tag davor, als ich so irgendwas um 39 Fieber hatte, da war mir gar nicht nach Fahrradfahren und zum Sungazing-Platz zu gehen. Ja, und jetzt will ich eigentlich nur noch mal den Nachtrag bringen, dass es auch am darauffolgenden Tag mir wirklich richtig gut geht. Und ich noch eine interessante Beobachtung gemacht habe, die möchte ich noch nachlegen. Und vielleicht macht ihr die Beobachtung ja auch mal. Ich lege ja viel Wert auf das Detoxen, also auf das Entgiften. Und wenn man krank ist, dann entgiftet man ja besonders, wenn man viele, wollte jetzt gerade sagen, viele Medikamente genommen hat, aber dann merkt man das besonders, dass der Urin richtig dunkel wird und auch womöglich wirklich unangenehm riecht. Und witzigerweise oder praktischerweise habe ich genau diese Erfahrung gemacht, nachdem ich den Abend Sungazing gemacht habe, die Nacht darauf geschwitzt habe und am nächsten Tag es mir total gut ging, also es wirklich von Stunde um Stunde immer besser war, die Temperatur wieder im Normalbereich war und auch blieb, auch in der darauffolgenden Nacht, war über den Tag die ganze Zeit der Urin auffällig dunkel. Und ich habe nur gedacht, hey, da ist eine Menge Gift wirklich rausgeschleust worden. Ich habe sonst keinerlei Beschwerden gehabt. Es war auch nicht so, dass ich zu wenig getrunken habe, was man ja sonst annimmt, sondern es war wirklich ein Prozess, der in Gang gesetzt wurde. Ich habe mir das auch schon bestätigen lassen. Und der Prozess des Entgiftens war wirklich nachhaltiger als sonst. Also meine Erfahrung oder meine Annahme, dass ich sehr stark entgifte, wenn das Sungazing ins Spiel kommt, oder anders formuliert, dass man dank des Sungazings den Entgiftungsprozess im Körper wirklich nochmal optimal unterstützen kann, ist tatsächlich genau in diesem Fall nochmal verstärkt eingetreten und eben auch ans Tageslicht gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war sehr spannend für mich. Du siehst, dass ich nach wie vor begeistert bin vom Sungazing und vor allen Dingen von den Effekten, dass es mit sich bringt. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, eine gute Zeit. Ja, und wie gesagt, du machst es auf eigene Verantwortung. Guck dir genau die Rahmenbedingungen an, unter denen man das überhaupt machen darf. Denn nicht jede Sonne eignet sich zum Sungazing, sondern, ich sage es nochmal, nur die erste Stunde und die letzte Stunde, die Sonne scheint. Und dann eben auch nur wenige Minuten vorsichtig aufbauen und gerne die Augen so durch das Palmieren, also das heißt die Hände auf die Augen legen, im Nachgang beruhigen und das Prozedere nochmal, ich würde mal sagen, für den Körper verdaulicher machen. So, alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.